Wir haben eine Lieferung gekriegt von R&J Camper Solution. Locker leichte 21 Kilo. Und zwar. Unsere Doppelsitzbank-Drehkonsole. Bauen wir jetzt ein, wa? Das ist schon die überarbeitete Variante. Da sind die Mittelräume schon ausgelasert. Das ist schon mal mega, weil dadurch haben wir natürlich viel weniger Gewicht. Und jetzt hauen wir die einfach mal hier auf unsere Konsole drauf und gucken, ob das funktioniert. Was ist drin? Hier sind noch ein paar Kabel. Weil das Schöne ist, die erste Variante war ja auch so, dass man die Kabeldurchführung noch selber sich zurechtbasteln musste und bohren musste. Bei der Variante, ja, das ist schon mal irgendwo gesehen, haben die nämlich auch schon ein Loch in die Mittelschraube reingebohrt. Hier ist die Mittelschraube, um die Drehkonsole zu befestigen, weil ich ja noch mein Kabel da durchziehen muss von dem Airbag-Signal. Und das kommt hier durch das Mittelloch, also im Grunde genommen die Schraube da rein, das Kabel durch, das werden wir gleich nochmal zeigen. Und dann kann man den Sitz auch wieder an die Airbag-Steuerung anschließen. Also verpackt ist das schon mal mega. Hier ist auch gleich der Stempel, damit man weiß, von wem es ist. Wie gesagt, R&J Camper Solution. Bisher die einzige Doppeldrehbank-Sitzkonsole, die ich so gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es noch andere Hersteller gibt. Aber aus England bestellt. Aus England bestellt, genau. Und die hat aber doch ein TÜV-Zertifikat, so ein M1-Zertifikat. Also nach Europa-Norm. Wir werden dann mal zu unserem hiesigen TÜV-Gutachter fahren und mal gucken, was der dazu sagt. Aber im Grunde genommen sollte es da keine Probleme geben. So, dann packen wir das Teil mal aus. Ist alles heile angekommen. Keine Beulen, keine Kratzer. Ist aber auch ziemlich gut verpackt gewesen. Und jetzt holen wir das Ding mal drauf. Fertig. Tada! Ja, und wie gesagt, bei der Lösung finde ich jetzt bedeutend charmanter als die ersten Versionen, die sie noch hatten. Ich kann ja meine Doppelsitzbank nach vorne wegklappen und komme dann hier nach wie vor immer noch an den Innenraum, um bei uns dann in dem Fall an die Batterie ranzukommen oder hier an die Standheizung noch ranzukommen oder das einfach als Staufläche zu nutzen. Finde ich bedeutend charmanter gelöst und vor allen Dingen, man hat ein ganz anderes Gewicht. Also es ist viel leichter geworden. Das ist schon mal super mega. Die Drehkonsole liegt jetzt locker erstmal drauf und wir kümmern uns ums Kabel. Also hier ist der Stecker. Könnten wir den Stecker auch aufmachen, aber brauchen wir eigentlich gar nicht. Ne? Wir ummanteln den jetzt oder nehmen das hier mal ein bisschen weiter weg, weil wir dieses Kabel jetzt verlängern müssen. Dieses Kabel muss im Grunde genommen hier durch die Mitte durch, dann hier in so einem kleinen Bogen gelegt werden, hier nochmal durch das Gummi durch und dann ist der Anschluss vom Sitz hier hinten. Da müssen wir dann anschließend rein. Und man sieht schon, das ist halt vom Werk aus viel zu kurz natürlich, weil das in der Regel sonst hier hinten einfach nur am Gurt in der Mitte sitzt. So, hier haben wir das Anschlusskabel und dann gehen wir so circa 3 cm weiter runter, damit wir noch genug Luft und Platz haben. Dann wird das einmal durchgeknäpselt. Und die beiden Enden werden wir jetzt verlängern.
Wir haben hier ganz viele unterschiedliche Verbindungstypen dabei, also die kennt man ja, ne? Also hier in dem Fall ist es halt so eine Lüsterklemme, aber ohne Schrauben, ne? Einfach so eine Quetschklemme. Hier sind die üblichen, die man jetzt bei mir auch schon häufiger gesehen hat, die üblichen Quetschverbindungen, die man da mit einer Quetschzange oder mit einer mit einem Bolzenschneider oder so festdrücken kann. Aber ganz charmant, hier sind halt auch kleine Schrumpfschläuche bei. Und für die, gerade bei diesen kleinen Kabeln, finde ich das natürlich irgendwie viel, viel netter und viel, viel schöner, wenn man nicht so eine richtig große Verbindung plötzlich hat, sondern dass anschließend beim Ummanteln dann immer noch ein relativ dünnes Kabel, dünner Schlauch ist. Die steckt man hier ran und dann geht man mit einer geringen Hitze an die Kabel ran und die schmilzen dann hier und verbinden sich. So, und jetzt müssen wir noch unser Kabel hier wieder miteinander verbinden. Ach Mann, es ist ja wie es immer ist, in entscheidenden Momenten versagt die Technik, so neues Feuerzeug. Und dann muss man hier nur diese kleinen weißen Punkte ein bisschen zum Schmelzen bringen und das Metallteil. In der Mitte der Flamme ist
die passende Hitze, so. Und dann war es das schon. Schwarze Kabel einmal abisolieren. Da können wir ruhig ein bisschen mehr machen. So. Dann schiebe ich die beiden Kabel hier ineinander und versuche die so ein bisschen, hoppala. Das ist auch der schwierigste Part, finde ich. Ne? Weil man neigt ja immer dazu, diese Kabel dann doch nochmal zu drehen, dass sie nicht so aufsplitten. Aber im Grunde genommen müssen die so ein bisschen aufsplitten und dann kann ich die so ein bisschen zusammenwursteln. Hoppala. So ineinander schieben. Und dann schiebe ich das Kabel darüber, wenn die alle mitwollen. So. So, und dann kurz heiß machen, möglichst, dass wir das andere Kabel nicht auch nochmal wieder mit heiß machen. Ja. Da sieht man schon, wie der Klebstoff da jetzt so ein bisschen ausdringt, ne? Austritt, so, hier auf dem, am Metallteil, das kann man auch so ein bisschen heiß machen. Ja. Also an sich finde ich, das ist eine super Verbindung. Ne, hier merkt man auch schon, wie das klebt. Und dann ist das Kabel verbunden. Ich isoliere das trotzdem nochmal einmal mit Klebeband. So, um das einmal alles besser festschrauben zu können, klappe ich einmal die Bank hoch. So. Und dann komme ich hier nämlich perfekt an die Schrauben ran. So,
Jetzt müssen wir ja noch den Gurt anschrauben. Den können wir nicht an den Originalpunkt anschrauben. Wenn wir ihn da oben anschrauben würden, dann ließe sich die Sitzbank ja nicht drehen, beziehungsweise würde der Gurt dann mit rüberdrehen. Deswegen muss der an dem starren Punkt hier an der Konsole befestigt werden. Dazu wurden diese kleinen Unterlegscheiben oder beziehungsweise diese kleinen Adapterringe mitgeliefert, weil hier an der Gurtbefestigung noch so eine Nase ist. Hier ist ein kleines Loch, hier unten haben wir dieses Loch nicht. Deswegen brauchen wir hier diesen Adapterring. Schrauben durch und dann einmal verschrauben. Fest. So, und dann haben wir hier oben noch einen Punkt. Da wurden auch nochmal Schrauben mitgeliefert, denn hier haben wir ja noch keine Befestigung. Dann habe ich hier Schraube Mutter. Und befestige den Sitz hier hinten nochmal. Und die Schraube mache ich fest, wenn wir die Handbremse einmal runtergesetzt haben. So, als allererstes, bevor wir an die Handbremse gehen, erstmal einen Gang einlegen. Das ist eigentlich immer irgendwo eine Halterung. So. Hier ist der fest. Den brauchen wir schon gar nicht mehr losmachen eigentlich, ne? Hier haben wir die beiden Schrauben. Den lassen wir dran, dann gehen wir da an die beiden Schrauben.
So, unsere Doppeldrehsitzbankkonsole ist jetzt eingebaut, alle Schrauben sind fest, die Handbremse ist tiefer gelegt. Im Grunde genommen könnte jetzt der Funktionstest mit der Bank erfolgen. Ich würde aber erstmal die Drehkonsole für den Fahrersitz auch einbauen, da wir heute Nachmittag schon die erste Fahrt machen wollen. Und somit ist die Zeit ein bisschen begrenzt. Also baue ich erstmal die zusätzliche Fahrersitzkonsole ein. Hier haben wir auch schon die passenden Befestigungsschrauben, TÜV-Variante, ein paar Einbautipps, die ich mir natürlich alle komplett durchgelesen habe. Die sind leider in Englisch. Oder was heißt leider, sind halt in Englisch. Aber zum Glück gibt es ja jetzt dieses Video, dass man sich diese Einbauanleitung gar nicht mehr durchlesen muss. Ich nehme mal an, auch hier wird wieder die gleiche Technik verfolgt. Oh Mann, das Ding ist schwer. Man merkt gleich, da fehlt die Auslochung des Innenraums. So, die Senkkopfschrauben müssen natürlich da rein, wo die Basis auch schon angesenkt ist, damit die Platte da auch problemlos drüber drehen kann. Ich schraube die erstmal nur handwarm fest, beziehungsweise nur locker rein, damit ich die alle reinkriege. Das sieht erstmal so aus, als wenn die nicht 100% auf den Original-Bohrlöchern sitzen. Aber ich kann hier auch täuschen. Das hatte ich unten können. Da ist es schon ein bisschen schwierig, die reinzukriegen. So, hier geht es einfach. Mal gucken. Ein bisschen Spiel hat sie. Den Hauch können sie nach hinten, ne? Aber mal gucken, ob wir das jetzt reinkriegen. Upsi! Ich habe die jetzt alle einmal vorgeschraubt und jetzt kann man die halt auch schon richtig festschrauben. Ich schraube hier die Schrauben erstmal einmal wieder rein. Obwohl, nee, lassen wir, weil wenn wir den Sitz drauf packen, dann können wir den gleich so drehen, dass wir von unten auch nochmal befestigen können. Diese Befestigungsschrauben habe ich auch hier mit bei, ne? Mutter. Und ich hole jetzt einfach mal unseren reparierten Sitz. Da haben wir ja auch schon das Sitzpolster einmal ausgetauscht. Das war beim Mercedes Sprinter auch extrem einfach. Ich hatte die Befürchtung, dass man das noch klammern muss, aber nein, beim Sprinter ist es wirklich, wirklich einfach. Da gibt es noch ein anderes Video, da sieht man das ganz gut, wie es denn funktioniert. Wir haben nämlich das Polster ausgetauscht und den Bezug ausgetauscht, weil der Bezug schon ordentlich kaputt war. Ist so ein bisschen das Problem eines 4x4s, ist halt sehr, sehr hoch und man rutscht dann immer über das Polster dann aus dem Auto raus. Deswegen hatten wir das einmal ausgetauscht. So, ich hole mal den Sitz, den packen wir rauf und dann gucken wir mal, wie gut das ganze System hier funktioniert.
Originalbefestigungsschrauben, die brauchen wir nicht mehr. Da sind extra Schrauben bei, die können wir beiseite tun. Und wir haben ja hier extra Schrauben dazu gepackt bekommen. Eine häufige Frage ist, wie viel höher ist denn diese Drehsitzbankkonsole dann? Gerade bei kleinen Leuten, man kommt ja doch automatisch schon mal ein bisschen höher. Ich kann das gerade mal ausmessen, was haben wir hier? Also ich würde mal sagen, so 3 cm haben wir locker, wenn nicht sogar 4 cm höher. Also für jeden, der ohnehin schon relativ klein ist und nicht gut an Pedale oder den Fußboden rankommt, kann man solche Systeme nicht empfehlen. Also ich bin jetzt 1,80. Ich finde es völlig legitim und dafür, dass man diese wundervolle Funktion der Drehsitzkonsole hat, also ein absoluter Mehrwert.